In 3300 Metern Höhe, mitten in den Schweizer Alpen, im Reich des ewigen Eises. Hier ist etwas geschehen, das die Welt für immer verändert hat. Nichts scheint heute mehr zu verraten, was sich kurz nach dem Krieg dort oben auf dem schwer zugänglichen Gauli-Gletscher ereignet hat. Es beginnt mit der rätselhaften Bruchlandung einer amerikanischen Militärmaschine im damals verbotenen Gebiet. Eine beispiellose Suchaktion setzt ein, bei der die Schweizer ein lange gehütetes Geheimnis lüften und die erste alpine Luftrettung wagen. Das war eine Weltsensation, ein noch nie gesehenes Ereignis. Kilometer von Wien entfernt in Tulln. Das Hauptquartier der US Air Force in Österreich. Captain Ralph Tate Jr., ein erfahrener Pilot, bereitet sich auf seinen nächsten Einsatz vor. Die dritte Novemberwoche 1946. Für die Crew der DC-3 Dakota sieht alles nach einem normalen Flug aus, ohne besondere Schwierigkeiten. Auch wenn die Route auf einem weiten Umweg über die Alpen nach Italien führen soll. An Bord eine ungewöhnliche Runde aus hochrangigen Generälen mit ihren Angehörigen. Colonel McMahone will mit der Familie in die USA zurückkehren. 4 Jahre war er Oberstabschef der amerikanischen Truppen in Österreich. Seine Tochter Alice, gerade 11 Jahre alt. Mit dabei Margaret Tate, Mutter des Piloten und Frau des Generals Tate von den US-Streitkräften in Österreich. George Harvey, Angehöriger des US-Nachrichtendienstes und Bordmechaniker Folsom. Sie alle freuen sich auf freie Tage, die sie im warmen Italien verbringen wollen. Die vorgeschriebene Route führt um die Alpen herum. Nach einem Zwischenstopp in München, über Frankreich nach Pisa. Die Ankunft von Flug Z68846 wird für Mittwoch, den 20. November, erwartet. Ladies and gentlemen, we are currently experiencing some turbulence and will therefore change course. Was die Passagiere nicht wissen, die amerikanische Dakota steuert jetzt direkt auf die Schweiz zu, für die ein Überflugverbot gilt. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA sind zu der Zeit auf einen historischen Tiefpunkt gesunken. Plötzlich verliert die amerikanische Flugüberwachung den Kontakt zu ihrer Maschine. Flugplätze und Radarstationen in ganz Europa, vor allem aber in der gesamten Alpenregion, sind alarmiert. Doch von dem Flugzeug fehlt jede Spur. Die Amerikaner planen eine groß angelegte Suchaktion. Den Befehl gibt Ralph Tate Sr., Chef der US Air Force in Tulln und Vater des Piloten der verschwundenen Maschine. Die Rettungsaktion, die nun beginnt, ist eine der größten in der amerikanischen Nachkriegsgeschichte. Die sogenannten fliegenden Festungen vom Typ B-17 und B-29 kommen zum Einsatz. Das Suchgebiet sind die französischen Alpen, die Gegend um Dijon. Niemand ahnt, wie sehr die vermisste Maschine vom Kurs abgewichen ist. 40 Minuten nach dem Abflug von München hat die amerikanische Dakota die ersten Alpenausläufer erreicht. Die Stimmung an Bord ist gut. Das Wetter hat sich jedoch rapide verschlechtert. Pilot Tate muss das Gebirgsmassiv weiträumig umfliegen. Starker Nebel und dichte Wolken erschweren die Orientierung. Noch wähnen sich die Passagiere auf dem Weg nach Dijon. Trotz der Kursänderung ist niemand beunruhigt. Plötzlich gerät die Maschine in schwere Turbulenzen. Bei Windböen von 120 Stundenkilometern kann Tate immer weniger die Kontrolle über sein Flugzeug behalten. Direct 252, height 11,000 feet.
Verzweifelt versucht der Pilot, seine Maschine stabil zu halten. Er steuert das Flugzeug nun im Blindflug, zieht die Dakota immer höher und rast über eine Bergkette, die ihm völlig fremd ist. Dann gerät das Flugzeug außer Kontrolle. Mit einer Geschwindigkeit von 280 Stundenkilometern schlägt die Maschine auf und bleibt in einem Gletscherfeld stecken. Jahre später geht der Schweizer Historiker Roger Cornioli dem Unglück und seinen Hintergründen nach. In den Archiven der Schweizer Militärs hat er aufschlussreiche Unterlagen gefunden. Über den Absturz der Dakota im November 1946 und über die Suchaktion der Amerikaner. Der einzige Anhaltspunkt war die Flugzeit. Sie kamen auf das Resultat, dass die Dakota in den französischen Hochalpen liegen muss. Und nicht in der Schweiz. Die Armada der amerikanischen Suchflugzeuge ist von Wien bis Marseille im Dauereinsatz. Für die Mannschaften sind die Erfolgsaussichten aber gering. Die Flughöhe ihrer Militärmaschinen ist auf 5000 Meter ausgelegt. Von so weit oben haben die Besatzungen nur wenig Chancen, in der tief verschneiten Gebirgslandschaft etwas von der Größe eines Flugzeuges auszumachen. Meiringen im Berner Oberland, inmitten der Schweizer Alpen. Im Winter reichen die Sonnenstrahlen nicht einmal bis ins Tal. Chef des hiesigen Militärflugplatzes ist Victor Hug. An diesem 20. November 1946 hat er Dienst. Plötzlich hört er einen Notruf, der ihn überrascht. Unknown. Height 10,900 feet in deep fog and snow. Mayday. Sie sind Amerikaner? Die dürfen doch hier gar nicht rumfliegen. Nach dem Aufschlag der Dakota herrscht an Bord gespenstische Stille. Nur langsam begreift Captain Tate, was geschehen ist und wie viel Glück sie bisher hatten. Alle haben den Absturz überlebt, aber einige sind verletzt. Besonders schwer hat es Bordmechaniker Folsom getroffen. Are you okay? I think my leg's broken. The plane is gonna explode. Don't touch it. Are you alright, sir? Yeah, yeah. We're gonna get you out of here, right? You're gonna be fine. Yeah. Das Bordfunkgerät ist intakt geblieben. Eine Stunde nach dem Absturz setzt Tate den ersten Notruf ab. Mayday, Mayday, we have crashed in the mountains. Position unknown. Height 10,900 feet in deep fog and snow. Mayday, Mayday. Victor Hug meldet den geheimnisvollen Funkspruch seinen Vorgesetzten. Er schlägt eine sofortige Suchaktion mit seiner Flugstaffel vor, die in Meiringen stationiert ist. Der Schweizer Flugplatzkommandant hat den Ruf eines erfahrenen Piloten. Und er gilt als Mann für besondere Einsätze. Vor allem in den Alpen. Der Flugplatzkommandant konnte sogar aus der Stärke des Funksignals schließen, dass die Dakota in großer Höhe war und ganz in der Nähe. Aber wo genau die Absturzstelle liegt, das weiß noch keiner. Schnell sinkt die Temperatur in dem abgestürzten Flugzeug. Die Dakota wird zu einer eiskalten Röhre aus Blech und Stahl. Ob irgendjemand den Notruf gehört hat und ob Hilfe unterwegs ist, ist ungewiss. Rundherum nur Gletscher, Schnee und Berge.
Der Gesundheitszustand des schwerverletzten Bordmechanikers verschlimmert sich dramatisch. Wieder setzt der Pilot einen Notruf ab. Mayday, Mayday, this is flight Z68846. We're only gonna be able to make it for another 24 hours. We have casualties on board. Mayday, Mayday. Es kommt keine Antwort. Die Amerikaner verstärken ihren Einsatz. Immer mehr Bomber suchen in den Alpen nach der verschollenen Dakota. Doch über der Absturzstelle taucht weit und breit kein Flugzeug auf. Captain Tate ahnt, dass etwas nicht stimmt. Zwar kann er am Horizont immer wieder Flugzeuge sehen. Und er erkennt sogar ihre Suchflugmuster. Aber er weiß auch, dass sie viel zu weit entfernt sind, um die Dakota je entdecken zu können. Sie suchen einfach im falschen Gebiet. Auch Victor Hu kommen immer mehr Zweifel. Er weist seine Vorgesetzten nochmals auf die Nähe des amerikanischen Hilferufs hin. Die Antwort ist für den Flugplatzkommandanten ernüchternd. Die vorgesetzte Stelle sagt ihm, sie müssen nichts unternehmen. Die Amerikaner wissen, wo die Dakota liegt. Sie bleiben still. Denn für die Vorgesetzten ist klar, gemäß amerikanischer Leitstelle liegt die Unfallstelle außerhalb der Schweizer Alpen. Oben im Flugzeugwrack verschlechtert sich die Lage zusehends. Tate, dem seine Kopfverletzung immer mehr Probleme bereitet, rechnet nicht mehr mit einer schnellen Rettung. Größte Sorgen bereitet vor allem der schwer verletzte Bordmechaniker Folsom. An Bord gibt es nur noch eine einzige Morphiumspritze. George Harvey vom amerikanischen Nachrichtendienst kennt sich damit aus. Folsoms Bein ist über dem rechten Knie gebrochen. Klar ist auch, dass die Lebensmittel nicht lange reichen. Und der Trinkwasservorrat an Bord beträgt nur 11 Liter. Ab sofort wird alles rationiert und nach einem festgelegten Plan verteilt. Aber viel länger als 3 Tage werden Essen und Trinken nicht reichen, weiß Captain Tate. Den ganzen Tag über haben die Amerikaner nach ihren Landsleuten gesucht. Erfolglos kehren die Suchmannschaften bei Einbruch der Dunkelheit zu ihren Stützpunkten zurück. Für die abgestürzten Amerikaner wird es nachts noch schlimmer. Die Temperaturen sinken auf minus 15 Grad. Um die schwindenden Wasservorräte aufzubessern, lässt Captain Tate Schnee schmelzen. Die Hoffnung, noch rechtzeitig gefunden zu werden, schwindet immer mehr. Tate sinnt darüber nach, was sie selbst unternehmen können, außer einfach abzuwarten. Und dann entschließt er sich, einen wagemutigen Versuch zu unternehmen, sobald die Nacht vorüber ist. Dabei soll Nachrichtendienstmann George Harvey eine zentrale Rolle spielen. Der ausgebildete Fallschirmjäger ist für Tate zur großen Hilfe geworden. Er hat die Fallschirme an Bord als wärmende Decken verteilen lassen. Und er kümmert sich aufopferungsvoll um den schwer verletzten Mechaniker Folsom. Folsom wird ohne Medikamente und ärztliche Hilfe nicht mehr lange durchhalten können. Neben George Harvey ist es vor allem Margaret Tate, die Mutter des Unglückspiloten, die sich seit dem Absturz um das Wohl der Überlebenden gekümmert hat. Ihr Mann, General Ralph Tate, fasst am Morgen des 22. November 1946 den Entschluss, jetzt selbst auf die Suche zu gehen. Seit 4 Tagen sind seine Frau und sein Sohn nun schon vermisst. Die Unruhe treibt ihn aus der Einsatzplanung an Bord eines B-17-Bombers. Aber auch er vermutet die Absturzstelle immer noch in den französischen Alpen.
Als dieser vierte Tag in der Schnee- und Eiswüste anbricht, will Captain Tate den Plan umsetzen lassen, den er zuvor gefasst hat. So riskant das auch sein mag. Alle sind davon überzeugt, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt. Mit Fallschirmstoff um die Schuhe gewickelt, machen sich George Harvey und ein Freiwilliger auf, um die Gegend zu erkunden und um Hilfe zu holen. Sie wollen in das gefährliche Gletscherfeld mit ihrer behelfsmäßigen Ausrüstung eindringen. Vor dem Sturz in verborgene Abgründe soll sie ein einfaches Seil sichern. Keiner der beiden Männer hat Erfahrung mit den Bedingungen hier draußen. Mit viel Glück gelingt es ihnen, erste Gletscherspalten zu überqueren. Doch mehr und mehr entwickelt sich die Expedition zum Desaster. Gegen die Schneemassen kommen sie bald kaum noch an. In der weißen Einöde verlieren sie jede Orientierung. Längst leiden sie unter der Höhenkrankheit, die ihnen jetzt mehr und mehr zusetzt. Völlig entkräftet entschließen sie sich, aufzugeben und den Rückmarsch anzutreten. Im Flugzeugwrack warten die anderen vergebens auf die Rückkehr der beiden Männer. Als immer mehr Zeit verstreicht, setzt Tate noch einmal einen Funkspruch ab. Er weiß, es wird der letzte sein. Mehr wird die Batterie nicht schaffen. Mayday, Mayday. Flight Z68846. This is our final call. Our battery is about to die. Mayday, Mayday. Draußen haben die beiden Männer von ihrer gescheiterten Expedition mit letzter Kraft endlich den Weg zurück zum Flugzeugwrack gefunden. Die elfjährige Alice hilft mit, die beiden notdürftig aufzuwärmen. Inzwischen hat General Tate weiter vergeblich nach der Absturzstelle gesucht. Da zwingt ihn das Wetter zur Kursänderung. Beim Rückflug musste diese B-17 einem Tiefdruckgebiet ausweichen und flog Richtung Schweiz. Was dann geschieht, grenzt für General Tates Sohn, den Piloten der abgestürzten Dakota, an ein Wunder, wie er sich noch Jahre später erinnert. Dann endlich wurden wir von dem Flugzeug, das über uns hinwegflog, entdeckt. Es war die B-17, in der mein Vater in der Kanzel saß. Und er war der Erste, der uns sah. Meine Mutter las genau in diesem Moment in der Bibel eine Stelle, die hieß: Ich blickte in den Himmel auf der Suche nach Erlösung. Können Sie sich das vorstellen? Das ist wahr, wirklich wahr. Als an diesem vierten Tag General Tate die Unglücksmaschine überfliegt, können es die Abgestürzten kaum fassen. Was ist das? Das ist hier. Nur dank diesem Ausweichmanöver der B-17 wurde beim Überfliegen des Gauli-Gletschers, wo an und für sich aufgelockerte Bewölkung herrschte, durch ein Wolkenloch die Dakota am Boden gesichtet. Aber wie die Abgestürzten dort gerettet werden sollen, das ist noch ungewiss. Alice McMahon ist inzwischen 77 Jahre alt. Mit 11 hatte sie damals die Notlandung in den Alpen überlebt. Das Ereignis hat sie für ihr ganzes Leben geprägt. Zum ersten Mal ist sie seitdem wieder in der Schweiz. Wieder hier zu sein, bringt alle Erinnerungen zurück. Alles ist wieder da. Es ist einfach unfassbar, was wir erlebt haben.
Captain Tate ahnt zunächst nicht, dass oben in der Maschine sein Vater sitzt. Nach der Übermittlung der Koordinaten wird klar, dass die Amerikaner die ganze Zeit im falschen Gebiet gesucht haben und dass die Dakota oberhalb von Meiringen in den Schweizer Alpen liegt. Auf allen diplomatischen Kanälen beginnen die Verhandlungen zwischen den USA und der Schweiz. Die Amerikaner wollen sofort mit der Bergung beginnen. Schließlich erhalten sie von den Schweizern die Genehmigung zur Einreise mit einem Sonderzug der US-Armee. In Meiringen ahnt noch niemand, was die Amerikaner wirklich vorhaben, sobald sie hier eintreffen. Die abgestürzte Dakota ist oberhalb der kleinen Ortschaft geortet worden, in einer Höhe von 3.300 Metern. Unten in Meiringen hat der Flugplatzkommandant Hook von den Plänen der Amerikaner erfahren. Er ist schon gehört. Die Amerikaner sind im Dorf. Die wollen mit dem Panzer auf den Berg. Das geht doch nicht. Victor Hook kann nicht fassen, wie die Amerikaner auf so etwas kommen. Er denkt schon über eine ganz andere Möglichkeit nach. In der Zwischenzeit schicken die Amerikaner Versorgungsflieger zum Unglücksort. Bis zu 80 Flugzeuge überqueren am Tag die Wrackstelle und werfen aus großer Höhe Pakete mit Lebensmitteln, Getränken, Wolldecken und Brennmaterial ab. Viele Pakete versinken weit entfernt im Schnee. Was die Abgestürzten in der Nähe bergen können, bedeutet erst einmal die Rettung. Und es ist ein großer Genuss. Auch Medikamente für den verletzten Bordmechaniker sind abgeworfen worden. Doch die Abwürfe sind nach wie vor zu ungenau. Und dann passiert es auf einmal. Ein Kohlesack ist auf den Flügel der Dakota geprallt. Zum Glück nicht auf die Kabine. Dann gingen die, die noch gehen konnten, vor das Flugzeug und machten eine Spur, eine Lesespur in den Schnee und schrieben «Fini». Das war ein Zeichen für die alliierten Flugzeuge, keine Hilfsgüter mehr abzuwerfen. Krisensitzung im Hotel Rosenlaui in Meiringen. Die Schweizer reagieren zunehmend verärgert auf die in ihren Augen stümperhaften Rettungsbemühungen der Supermacht USA. Jetzt machen sie den Amerikanern klar, wo es lang zu gehen hat. Also mit den Flieger, mit dem Abwurf, das geht nicht mehr. Jetzt fliegt nur noch die Schweizer Armee und ihr Amerikaner bleibt am Boden. Die Schweizer Militärbehörde erlässt umgehend ein Flugverbot für die Amerikaner. Einzig Victor Hook und seine Staffel sollen noch über dem Wrack auf dem Gletscher Hilfsgüter abwerfen. Letzte Vorbereitungen für den Einsatz. Hook steuert ein kleines, wendiges Flugzeug, ein Fiesler Storch. Der kann in geringer Höhe fliegen. Entsprechend präzise sind Abwürfe durchführbar. Auf dem Gletscher zeigt sich das ganze Geschick der fliegenden Schweizer aus Meiringen. Nur wenige Meter vom Wrack entfernt geht die Ladung ins Ziel. Unten im Dorf staunen die Schweizer über amerikanisches Gerät. Mit ihren panzerartigen Rettungsfahrzeugen, sogenannten Snowcats, wollen die Amerikaner allen Ernstes die Berge hoch bis zur Unglücksstelle fahren. Und noch andere Pläne haben die Amerikaner im Kopf, um ihre Landsleute von dort oben herunterzuholen. Sie wollen 26 Fallschirmjäger über dem Gletscher abspringen lassen, die dann die Verunglückten ins Tal bringen sollen. Doch bisher haben die Fallschirmspringer nur über anderen Gebieten Erfahrung gesammelt. Angesichts der tief verschneiten und mit Gletscherspalten übersäten Berglandschaft müssen sie rasch kapitulieren. Man sah, was für Fantasien Made in USA die Amerikaner entwickelt haben, in der Vorstellung, wie man
ihre Landsleute vom Gletscher runterholen könnte. Das war vielleicht technisch alles vorgestellt und man brauchte immer einen rechten Fuß, um das Gaspedal zu drücken, aber niemals etwas zu Fuß oder nötigerweise noch zu klettern, die Amerikaner dort oben holen gehen. Das hatten sie sich nicht vorgestellt. Und die Schweizer haben praktisch am Samstagmittag gesagt, jetzt ist Schluss mit diesen Plänen, jetzt machen wir das Richtige. Und dann wird den Amerikanern erklärt, wie die Schweizer vorgehen wollen. Wir müssen vom Rosalowi eine Rettungskolonne zusammenstellen und vom Rosalowi zu Fuss auf den Gletscher gehen. Mit dem Panzer, das geht nicht. Von einem Seitental oberhalb Meiringen aufzusteigen und in einem Tag den Zugriff zu machen und sie am gleichen Tag wieder runterzubringen. Das war der Plan, der ursprüngliche Plan der Schweizer Rettungsmannschaft. Für die Schweizer ist diese Art der Bergung der einzige Weg, um die Amerikaner zu retten. Die geplante Route ist lang, führt über einen steilen Grat und immer wieder über tückische Gletscherspalten. Zudem droht Neuschnee. Die Retter müssen sich beeilen. Vom Hotel Rosenlaui brechen 85 Männer, alles Freiwillige aus Meiringen, mitten in der Nacht auf. Die Bedingungen sind alles andere als ideal. Inzwischen behindert schon ein halber Meter Neuschnee die Retter, von denen einige noch nie einen Gletscher im Winter überquert haben. 12 sogenannte Kanadierschlitten schleppen sie zur Bergung der Verletzten mit nach oben. Für den Aufstieg sind etwa 9 Stunden veranschlagt. Der Einsatz von Rettungskolonnen und Rettungsschlitten ist die übliche Bergungspraxis zu dieser Zeit. Viele der Retter haben sich unvorbereitet gemeldet und sind für das Hochgebirge eher schlecht ausgerüstet. Schnell übergeworfene Schneeanzüge helfen nur notdürftig gegen die Feuchtigkeit. Seilschaften führen die Unerfahrenen. Die Männer gehen auf einen Punkt zu, den ihnen die amerikanischen Suchflugzeuge als Fundstelle der abgestürzten Dakota genannt haben. Doch das soll sich als fatale Fehleinschätzung herausstellen. Auf einem Versorgungsflug zur Dakota fällt Victor Hug etwas Eigenartiges auf. Die Rettungsmannschaft bewegt sich nicht auf das Wrack zu, sondern hat eine andere Richtung eingeschlagen. Sofort meldet er die punktgenauen Koordinaten des Wracks auf dem Gauli-Gletscher an die amerikanischen Funker unten im Tal. Nur sie haben Funkkontakt zu der Rettungsmannschaft. Und plötzlich hieß es, jetzt geht's noch 6 Stunden weiter. Das war natürlich für einige Mitglieder der Rettungsmannschaft mit der Moral war das einen schweren Schlag. Sie mussten noch 6 Stunden gehen. Sie hatten bereits nasse Socken, nasse Schuhe und mussten diese enorme Leistung noch erbringen. Unter den Männern sind 2 besonders erfahrene Alpinisten. Sie sollen jetzt alleine auf der neuen Route vorausgehen und sich so schnell wie möglich zu den Verunglückten vorkämpfen. Nach einem insgesamt 12-stündigen Gewaltmarsch kommen die beiden ersten Retter endlich am Wrack der Dakota auf dem Gauli-Gletscher an, wo sie voller Sehnsucht erwartet werden. Den Verunglückten kommt es schon fast so vor, als sei ihre Rettung gelungen. Doch das soll sich sehr bald als Irrtum erweisen. Alice McMahon, die damals als 11-Jährige überlebte, will noch einmal den Gletscher in den Schweizer Alpen sehen, auf dem sich ihr ganzes Leben verändert hat. Es ist beinahe so kalt wie damals, 1946. Minus 15 Grad. Zusammen mit dem Historiker Roger Cornioli sieht Alice McMahon die gewaltigen Gebirgszüge rund um den Gauli-Gletscher,
der die alten Erinnerungen von dem Absturz in ihr lebendig werden lässt. Wie das Flugzeug nur durch diese kleine Lücke fliegen und dann auch noch da hinten landen konnte. Man kann es nicht glauben. Es ist unvorstellbar, dass wir das überlebt haben. Ich zeige Ihnen die Route, die die Retter genommen haben. Sie sind vom Hotel Rosenlaui von der anderen Seite des Berges von da drüben aufgebrochen. Von der dunklen Seite. Durch dieses Gebirgsmassiv haben sich am 23. November 1946, einem Samstag, die freiwilligen Helfer aus Meiringen zu dem Unglücksort auf dem Gauli-Gletscher vorgekämpft, bis sie ihr Ziel nach fast doppelt so langer Zeit wie veranschlagt erreichten. Erst so gegen 5 Uhr abends, als es schon eingenachtet ist, kamen die 83 Mann erschöpft, nass, verschwitzt, ausgehungert und mit viel Durst bei der Dakota an. Nicht nur die Retter sind am Ende der Kräfte. Auch die verunglückten Amerikaner sind trotz der Hilfspakete aus der Luft noch deutlich geschwächt. Die Amerikaner hatten nach dieser langen Zeit in Schnee und Eis, es waren bereits 5 Tage, waren sie gesundheitlich teilweise angeschlagen. Sie hatten auch wenig gegessen, sie hatten wenig getrunken, sie mussten immer Schnee schmilzen, dass sie genügend zu trinken hatten. Und man schätzte die Abstiegszeit gefährlich ein, weil es frisch geschneit hatte und eventuell Schneebretter gefährlich werden konnten. Nicht nur Eis und Schnee bereiten den Rettern Probleme. Der Gesundheitszustand von Bordmechaniker Folsom ist unverändert schlecht. Auch Captain Tate macht seine Kopfverletzung weiter schwer zu schaffen, die er sich bei dem Aufschlag des Flugzeugs auf dem Gauli-Gletscher zugezogen hatte. Ich wurde nach vorn geschleudert. In etwa so. Ich schlug mit meinem Kopf auf diese Kante. Meine Kopfhaut wurde abgeschält wie die Haut einer Traube. Und dann fiel ich in Ohnmacht. Für die Helfer sind die Verletzungen der Amerikaner schwerer als erwartet. Und die Zeit drängt. In den nächsten 48 Stunden droht ein Schneesturm. Zu Fuß mit den Kanadierschlitten können die Amerikaner nicht gerettet werden. Dass es dann noch eine andere Möglichkeit geben könnte, wissen zu diesem Zeitpunkt nur wenige Eingeweihte. Noch in der Nacht hat sich Victor Hook die Erlaubnis seiner Vorgesetzten geholt, angesichts der Notlage ein streng gehütetes Geheimnis des Schweizer Militärs zu lüften. Hook probiert schon seit einiger Zeit eine Methode aus, auf Schnee zu starten und zu landen. Er hat für das Kleinflugzeug, den Fieseler Storch, ein System mit breiten, skiähnlichen Kufen entwickelt, die neben die Reifen montiert werden. 1943 fanden die ersten Tests statt mit den Skis. 1944, 1945 war die Losung: Achtung, Feind hört mit. Es war alles geheim. Die Schweizer entscheiden sich erstmals in der Geschichte der alpinen Fliegerei für eine Rettung aus der Luft. Und Hook ist ihr Mann. Eine zweite Maschine soll von seinem Kameraden Hitz gesteuert werden. Beide sollen die Landung auf dem Gauli-Gletscher wagen. Hook wirft aus seinem Fieselstorch eine Ledertasche mit einer wichtigen Nachricht ab. Eddie, komm! Was die Männer dann lesen, halten sie erst für nicht möglich. Hook lässt die Rettungsmannschaft wissen, dass er auf dem Gletscher landen will und was sie dafür alles vorbereiten sollen. Der will landen. Wacht.
Nachdem die Männer ihre Überraschung überwunden haben, suchen sie eine geeignete Landebahn, kontrollieren sie auf Gletscherspalten und markieren eine Strecke von 300 Metern mit ihren Skistöcken. Am Sonntagmorgen, dem 24. November 1946, gegen 21:15 Uhr, ist der große Moment gekommen. Victor Hook setzt zur Landung auf dem Gaudi-Gletscher an. Victor Hook und nach ihm Major Hitz landeten. Sie flogen direkt über uns. Es war wunderbar. Was für ein Anblick. What a sight. Das bis dahin Undenkbare ist gelungen. Das war eine Weltsensation. Man kannte das nicht, Flugzeuge, die mit Skis im Schnee landen konnten. Das war ein noch nie gesehenes Ereignis. Um genau 10.25 Uhr hat Hook mit seinem Fieslerstorch problemlos auf dem Gauli-Gletscher aufgesetzt. Den Amerikanern aus der verunglückten Dakota kommt er wie ein Engel vor. Mir war nicht sofort klar, dass sie uns damit rausfliegen wollten. Mir ist erst unten im Tal klar geworden, dass die beiden Flugzeuge mit sehr großen Skiern ausgestattet waren. Ich habe das vorher gar nicht bemerkt. Victor Hooks Pionierleistung lässt die ungewöhnliche Rettung erst möglich werden. Sie macht in der Öffentlichkeit sofort Furore. Wird der außerordentlich kühle Abflug im Schnee gelingen? Die Maschine gleitet. Sie schwebt. Der Start ist gelungen. Wir kommen. Die Flugzeit bis zum Flugplatz in Meiringen beträgt nur 12 Minuten. Meine Mutter und ich waren in derselben Maschine. Nach unten flogen wir durch ein schmales Tal. Und dann landeten wir auf diesem sehr kleinen Flughafen. Nach und nach bringen die beiden Schweizer Piloten Hook und Hitz alle Amerikaner vom Gauli-Gletscher sicher ins Tal nach Meiringen hinunter. 9-mal fliegen sie nach oben und wieder zurück. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit endet das Drama am Gauli-Gletscher in Tränen der Freude. 150 Journalisten sind vor Ort. Wer von ihnen es in die einzige Telefonzelle im Dorf schafft, berichtet sofort live in die Welt hinaus. Wir waren überwältigt von dem Rummel, der da veranstaltet wurde. Mir war das Ausmaß der Dinge gar nicht so bewusst. Aber es war toll. Die ganzen Menschen haben sich so gefreut, dass wir da waren. Und auch die Leute, die uns gerettet haben. Sofort bestimmt der kleine Schweizer Ort Meiringen die Schlagzeilen der Weltpresse. Überall feiert man die wunderbare Rettung auf dem Gauli-Gletscher, bei der alle Verunglückten überlebt haben. Doch Victor Hook sieht sich nicht als Held. Der Flugplatzkommandant hat gesagt, ich hatte 220 Landungen bereits hinter mir. Ich war mir sicher, es war kein tollkühnes Unternehmen. Ich war mir sicher. Doch damit wird Victor Hook zum Vater der alpinen Luftrettung. Nur 6 Jahre nach dem Unglück auf dem Gauli-Gletscher wird die Schweizer Rettungsflugwacht gegründet. Die Idee, Flugzeuge und dann Hubschrauber zur alpinen Rettung einzusetzen, ist endgültig Wirklichkeit geworden. Heute sind allein 16 Helikopter in den Schweizer Alpen im Rettungseinsatz. In den letzten Jahren flogen die Piloten im Durchschnitt über 10.000 Einsätze. Nach über 60 Jahren besucht Alice McMahon auch noch einmal den Flugplatz in Meiringen. Sieht einen Nachbau von dem Fiesler Storch, mit dem sie damals gerettet und vom Flugzeugwrack oben auf dem Gauli-Gletscher in der ersten Maschine hierher geflogen wurde. Für Alice
Wie auch für den inzwischen verstorbenen Unglückspiloten Captain Tate ist die Geschichte immer das Wunder am Gletscher geblieben. Es war ein so gutes Gefühl, mit der Familie vereint zu sein. Und dass meine Mutter überlebt hat. Und dass mein Vater an der ganzen Rettung beteiligt war. Ich kann es nur so beschreiben. Es war ein Hochgefühl. Es war mehr als nur Glück oder Unglück. Es ist mehr als das. Nicht nur Glück oder Unglück. Unsere Rettung war ein Wunder. Wie knapp die Rettung gelungen ist, wird nur ein Tag später klar. Der angekündigte Schneesturm tobt 3 Tage lang. Danach ist von dem abgestürzten Flugzeug nichts mehr zu sehen. Bis heute liegt es oben im Gauli-Gletscher begraben, ohne die geringste Spur hinterlassen zu haben. As I grew older. Je älter ich geworden bin, desto klarer ist mir geworden, was man am Leben hat. Mehr als einem vielleicht bewusst war. Bei ihrer Reise in die Vergangenheit hat Alice McMahon noch einmal durchlebt, wie ihr im Alter von 11 Jahren hier das Leben zum zweiten Mal geschenkt wurde. Am 24. November 1946, dem Tag, an dem die alpine Luftrettung geboren wurde. Niemand beunruhigt. Plötzlich gerät die Maschine in schwere Turbulenzen. Bei Windböen von 120 Stundenkilometern kann Tate immer weniger die Kontrolle über sein Flugzeug behalten. Verzweifelt versucht der Pilot, seine Maschine stabil zu halten. Er steuert das Flugzeug nun im Blindflug, zieht die Dakota immer höher und rast über eine Bergkette, die ihm völlig fremd ist. Dann gerät das Flugzeug außer Kontrolle. Mit einer Geschwindigkeit von 280 Stundenkilometern schlägt die Maschine auf und bleibt in einem Gletscherfeld stecken. Jahre später geht der Schweizer Historiker Roger Cornioli dem Unglück und seinen Hintergründen nach. In den Archiven der Schweizer Militärs hat er aufschlussreiche Unterlagen gefunden. Über den Absturz der Dakota im November 1946 und über die Suchaktion der Amerikaner. Der einzige Anhaltspunkt war die Flugzeit. Sie kamen auf das Resultat, dass die Dakota in den französischen Hochalpen liegen muss. Und nicht in der Schweiz. Die Armada der amerikanischen Suchflugzeuge ist von Wien bis Marseille im Dauereinsatz. Für die Mannschaften sind die Erfolgsaussichten aber gering. Die Flughöhe ihrer Militärmaschinen ist auf 5000 Meter ausgelegt. Von so weit oben haben die Besatzungen nur wenig Chancen, in der tief verschneiten Gebirgslandschaft etwas von der Größe eines Flugzeuges auszumachen. Meiringen im Berner Oberland, inmitten der Schweizer Alpen. Im Winter reichen die Sonnenstrahlen nicht einmal bis ins Tal. Chef des hiesigen Militärflugplatzes ist Victor Hug. An diesem 20. November 1946 hat er Dienst.
Plötzlich hört er einen Notruf, der ihn überrascht. Unknown. Height 10,900 feet in deep fog and snow. Mayday. Sie hat Amerikaner? Die dürfen doch hier gar nicht rumfliegen. November 1946 hat er Dienst. Plötzlich hört er einen Notruf, der ihn überrascht. Unknown. Height 10,900 feet in deep fog and snow. Mayday. Sie hat Amerikaner? Die dürfen doch hier gar nicht rumfliegen. Nach dem Aufschlag der Dakota herrscht an Bord gespenstische Stille. Nur langsam begreift Captain Tate, was geschehen ist und wie viel Glück sie bisher hatten. Alle haben den Absturz überlebt, aber einige sind verletzt. Besonders schwer hat es Bordmechaniker Folsom getroffen. Are you okay? I think my leg's broke. The plane is gonna explode. Don't touch it. Are you all right, sir? Yeah. We're gonna get you out of here, right? You're gonna be fine. Yeah. Das Bordfunkgerät ist intakt geblieben. Eine Stunde nach dem Absturz setzt Tate den ersten Notruf ab. Mayday, Mayday, we have crashed in the mountains. Position unknown. Height 10,900 feet in deep fog and snow. Mayday, Mayday. Victor Hook meldet den geheimnisvollen Funkspruch seinen Vorgesetzten. Er schlägt eine sofortige Suchaktion mit seiner Flugstaffel vor, die in Meiringen stationiert ist. Der Schweizer Flugplatzkommandant hat den Ruf eines erfahrenen Piloten. Und er gilt als Mann für besondere Einsätze. Vor allem in den Alpen. Der Flugplatzkommandant konnte sogar aus der Stärke des Funksignals schließen, dass die Dakota in großer Höhe war und ganz in der Nähe. Aber wo genau die Absturzstelle liegt, das weiß noch keiner. Schnell sinkt die Temperatur in dem abgestürzten Flugzeug. Die Dakota wird zu einer eiskalten Röhre aus Blech und Stahl. Ob irgendjemand den Notruf gehört hat und ob Hilfe unterwegs ist, ist ungewiss. Rundherum nur Gletscher, Schnee und Berge. Der Gesundheitszustand eben verärgert auf die in ihren Augen stümperhaften Rettungsbemühungen der Supermacht USA. Jetzt machen sie den Amerikanern klar, wo es lang zu gehen hat. Also mit dem Flieger, mit dem Abwurf, das geht nicht mehr. Jetzt fliegt nur noch die Schweizer Armee und ich, Amerikaner, bleibe am Boden. Die Schweizer Militärbehörde erlässt umgehend ein Flugverbot für die Amerikaner. Einzig Victor Hook und seine Staffel sollen noch über dem Wrack auf dem Gletscher Hilfsgüter abwerfen. Gletscher. Letzte Vorbereitungen für den Einsatz. Hook steuert ein kleines, wendiges Flugzeug. Ein Fiesler Storch. Der kann in geringer Höhe fliegen. Entsprechend präzise sind Abwürfe durchführbar. Auf dem Gletscher zeigt sich das ganze Geschick der fliegenden Schweizer aus Meiringen. Nur wenige Meter vom Wrack entfernt geht die Ladung ins Ziel. Unten im Dorf staunen die Schweizer über amerikanisches Gerät.
Mit ihren panzerartigen Rettungsfahrzeugen, sogenannten Snowcats, wollen die Amerikaner allen Ernstes die Berge hoch bis zur Unglücksstelle fahren. Und noch andere Pläne haben die Amerikaner im Kopf, um ihre Landsleute von dort oben herunterzuholen. Sie wollen 26 Fallschirmjäger über dem Gletscher abspringen lassen, die dann die Verunglückten ins Tal bringen sollen. Doch bisher haben die Fallschirmspringer nur über anderen Gebieten Erfahrung gesammelt. Angesichts der tief verschneiten und mit Gletscherspalten übersäten Berglandschaft müssen sie rasch kapitulieren. Man sah, was für Fantasien Made in USA die Amerikaner entwickelt haben, in der Vorstellung, wie man ihre Landsleute vom Gletscher runterholen könnte. Das war vielleicht technisch alles vorgestellt und man brauchte immer einen rechten Fuß, um das Gaspedal zu drücken, aber niemals etwas zu Fuß oder nötigerweise noch zu klettern, die Amerikaner dort oben holen gehen. Das hatten sie sich nicht vorgestellt. Und die Schweizer haben praktisch am Samstagmittag gesagt, jetzt ist Schluss mit diesen Plänen. Jetzt machen wir das Richtige. Und dann wird den Amerikanern erklärt, wie die Schweizer vorgehen wollen. Wir müssen vom Rosalowi eine Rettungskolonne zusammenstellen und vom Rosalowi geschwächt. Die Amerikaner hatten nach dieser langen Zeit in Schnee und Eis, es waren bereits 5 Tage, waren sie gesundheitlich teilweise angeschlagen. Sie hatten auch wenig gegessen, sie hatten wenig getrunken, sie mussten immer Schnee schmilzen, dass sie genügend zu trinken hatten. Und man schätzte die Abstiegszeit gefährlich ein, weil es frisch geschneit hatte und eventuell Schneebretter gefährlich werden konnten. Nicht nur Eis und Schnee bereiten den Rettern Probleme. Der Gesundheitszustand von Bordmechaniker Folsom ist unverändert schlecht. Auch Captain Tate macht seine Kopfverletzung weiter schwer zu schaffen, die er sich bei dem Aufschlag des Flugzeugs auf dem Gowley-Gletscher zugezogen hatte. Ich wurde nach vorn geschleudert. In etwa so. Ich schlug mit meinem Kopf auf diese Kante. Meine Kopfhaut wurde abgeschält wie die Haut einer Traube. Und dann fiel ich in Ohnmacht. Für die Helfer sind die Verletzungen der Amerikaner schwerer als erwartet. Und die Zeit drängt. In den nächsten 48 Stunden droht ein Schneesturm. Zu Fuß mit den Kanadierschlitten können die Amerikaner nicht gerettet werden. Dass es dann noch eine andere Möglichkeit geben könnte, wissen zu diesem Zeitpunkt nur wenige Eingeweihte. Noch in der Nacht hat sich Victor Hook die Erlaubnis seiner Vorgesetzten geholt, angesichts der Notlage ein streng gehütetes Geheimnis des Schweizer Militärs zu lüften. Hook probiert schon seit einiger Zeit eine Methode aus, auf Schnee zu starten und zu landen. Er hat für das Kleinflugzeug, den Fieseler Storch, ein System mit breiten, skiähnlichen Kufen entwickelt, die neben die Reifen montiert werden. 1943 fanden die ersten Tests statt mit den Skis. 1944, 1945 war die Losung: Achtung, Feind hört mit. Es war alles geheim. Die Schweizer entscheiden sich erstmals in der Geschichte der alpinen Fliegerei für eine Rettung aus der Luft. Und Hook ist ihr Mann. Eine zweite Maschine soll von seinem Kameraden Hitz gesteuert werden. Beide sollen die Landung auf dem Gowley-Gletscher wagen. Oben im Flugzeugwrack verschlechtert sich die Lage zusehends. Tate, dem seine Kopfverletzung immer mehr Probleme bereitet, rechnet nicht mehr mit einer schnellen Rettung. Größte Sorgen bereitet vor allem der schwer verletzte Bordmechaniker Folsom.
an Bord gibt es nur noch eine einzige Morphiumspritze. George Harvey vom amerikanischen Nachrichtendienst kennt sich damit aus. Folsoms Bein ist über dem rechten Knie gebrochen. Klar ist auch, dass die Lebensmittel nicht lange reichen. Und der Trinkwasservorrat an Bord beträgt nur 11 Liter. Ab sofort wird alles rationiert und nach einem festgelegten Plan verteilt. Aber viel länger als 3 Tage werden Essen und Trinken nicht reichen, weiß Captain Tate. Den ganzen Tag über haben die Amerikaner nach ihren Landsleuten gesucht. Erfolglos kehren die Suchmannschaften bei Einbruch der Dunkelheit zu ihren Stützpunkten zurück. Für die abgestürzten Amerikaner wird es nachts noch schlimmer. Die Temperaturen sinken auf minus 15 Grad. Um die schwindenden Wasservorräte aufzubessern, lässt Captain Tate Schnee schmelzen. Die Hoffnung, noch rechtzeitig gefunden zu werden, schwindet immer mehr. Tate sinnt darüber nach, was sie selbst unternehmen können, außer einfach abzuwarten. Und dann entschließt er sich, einen wagemutigen Versuch zu unternehmen, sobald die Nacht vorüber ist. Dabei soll Nachrichtendienstmann George Harvey eine zentrale Rolle spielen. Der ausgebildete Fallschirmjäger ist für Tate zur großen Hilfe geworden. Er hat die Fallschirme an Bord als wärmende Decken verteilen lassen. Und er kümmert sich aufopferungsvoll um den schwer verletzten Mechaniker Folsom. Folsom wird ohne Medikamente und ärztliche Hilfe nicht mehr lange durchhalten können. Neben George Harvey ist es vor allem Margaret Tate, die Mutter des Unglückspiloten, die sich seit dem Absturz um das Wohl der Überlebenden gekümmert hat. Ihr Mann, General Ralph Tate, fasst am Morgen des 22. November 1946 den Entschluss, jetzt selbst auf die Suche zu gehen. Seit 4 Tagen sind seine Frau und sein Sohn nun schon vermisst. Die Unruhe treibt ihn aus der Einsatzplanung an Bord eines B-17-Bombers. Aber auch er vermutet die Absturzstelle im Gestürzten kaum fassen. Was ist das? Das ist hier. Nur dank diesem Ausweichmanöver der B-17 wurde beim Überfliegen des Gauli-Gletschers, wo an und für sich aufgelockerte Bewölkung herrschte, durch ein Wolkenloch die Dakota am Boden gesichtet. Aber wie die Abgestürzten dort gerettet werden sollen, das ist noch ungewiss. Alice McMahon ist inzwischen 77 Jahre alt. Mit 11 hatte sie damals die Notlandung in den Alpen überlebt. Das Ereignis hat sie für ihr ganzes Leben geprägt. Zum ersten Mal ist sie seitdem wieder in der Schweiz. Wieder hier zu sein, bringt alle Erinnerungen zurück. Alles ist wieder da. Es ist einfach unfassbar, was wir erlebt haben. Captain Tate ahnt zunächst nicht, dass oben in der Maschine sein Vater sitzt. Nach der Übermittlung der Koordinaten wird klar, dass die Amerikaner die ganze Zeit im falschen Gebiet gesucht haben. Und dass die Dakota oberhalb von Meiringen in den Schweizer Alpen liegt. Auf allen diplomatischen Kanälen beginnen die Verhandlungen zwischen den USA und der Schweiz. Die Amerikaner wollen sofort mit der Bergung beginnen. Schließlich erhalten sie von den Schweizern die Genehmigung zur Einreise mit einem Sonderzug der US-Armee. In Meiringen ahnt noch niemand, was die Amerikaner wirklich vorhaben, sobald sie hier eintreffen.
Die abgestürzte Dakota ist oberhalb der kleinen Ortschaft geortet worden. In einer Höhe von 3300 Metern. Unten in Meiringen hat der Flugplatzkommandant Hoog von den Plänen der Amerikaner erfahren. Hast du schon gehört? Die Amerikaner sind im Dorf. Die wollen mit dem Panzer auf den Berg. Das geht doch nicht. Victor Hoog kann nicht fassen, wie die Amerikaner auf so etwas kommen. Er denkt schon über eine ganz andere Möglichkeit nach. Das haben. The people who had come and rescued us. Sofort bestimmt der kleine Schweizer Ort Meiringen die Schlagzeilen der Weltpresse. Überall feiert man die wunderbare Rettung auf dem Gauli-Gletscher, bei der alle Verunglückten überlebt haben. Doch Victor Hoog sieht sich nicht als Held. Der Flugplatzkommandant hat gesagt, ich hatte 220 Landungen bereits hinter mir. Ich war mir sicher, es war kein tollkühnes Unternehmen. Ich war mir sicher. Doch damit wird Victor Hoog zum Vater der alpinen Luftrettung. Nur 6 Jahre nach dem Unglück auf dem Gauli-Gletscher wird die Schweizer Rettungsflugwacht gegründet. Die Idee, Flugzeuge und dann Hubschrauber zur alpinen Rettung einzusetzen, ist endgültig Wirklichkeit geworden. Heute sind allein 16 Helikopter in den Schweizer Alpen im Rettungseinsatz. In den letzten Jahren flogen die Piloten im Durchschnitt über 10.000 Einsätze. Nach über 60 Jahren besucht Alice McMahon auch noch einmal den Flugplatz in Meiringen. Sieht einen Nachbau von dem Fiesler Storch, mit dem sie damals gerettet und vom Flugzeugwrack oben auf dem Gauli-Gletscher in der ersten Maschine hierher geflogen wurde. Für Alice, wie auch für den inzwischen verstorbenen Unglückspiloten Captain Tate, ist die Geschichte immer das Wunder am Gletscher geblieben. Es war ein so gutes Gefühl, mit der Familie vereint zu sein. Und dass meine Mutter überlebt hat. Und dass mein Vater an der ganzen Rettung beteiligt war. Ich kann es nur so beschreiben. Es war ein Hochgefühl. Es war mehr als nur Glück oder Unglück. Es ist mehr als das. Nicht nur Glück oder Unglück. Unsere Rettung war ein Wunder. Wie knapp die Rettung gelungen ist, wird nur ein Tag später klar. Der angekündigte Schneesturm tobt 3 Tage lang. Danach ist von dem abgestürzten Flugzeug nichts mehr zu sehen. Bis heute liegt es oben im Gauli-Gletscher begraben, ohne die geringste Spur hinterlassen zu haben. As I grew older. Je älter ich geworden bin, desto klarer. Unknown. Height 10,900 feet in deep fog and snow. Mayday. Sie sind Amerikaner? Die dürfen doch hier gar nicht rumfliegen. Nach dem Aufschlag der Dakota herrscht an Bord gespenstische Stille. Nur langsam begreift Captain Tate, was geschehen ist und wie viel Glück sie bisher hatten. Alle haben den Absturz überlebt, aber einige sind verletzt. Besonders schwer hat es Bordmechaniker Folsom getroffen. Are you okay? I think my leg's broke. The plane is gonna explode. Don't touch it. Are you all right, sir? We're gonna get you out of here, right? You're gonna be fine. Yeah. It's all right. We'll get you out of here, okay? Das Bordfunkgerät ist intakt geblieben.
Eine Stunde nach dem Absturz setzt Tate den ersten Notruf ab. Mayday, Mayday, we have crashed in the mountains. Position unknown. Height 10,900 feet in deep fog and snow. Mayday. Mayday. Victor Hook meldet den geheimnisvollen Funkspruch seinen Vorgesetzten. Er schlägt eine sofortige Suchaktion mit seiner Flugstaffel vor, die in Meiringen stationiert ist. Der Schweizer Flugplatzkommandant hat den Ruf eines erfahrenen Piloten. Und er gilt als Mann für besondere Einsätze. Vor allem in den Alpen. Der Flugplatzkommandant konnte sogar aus der Stärke des Funksignals schließen, dass die Dakota in großer Höhe war und ganz in der Nähe. Aber wo genau die Absturzstelle liegt, das weiß noch keiner. Schnell sinkt die Temperatur in dem abgestürzten Flugzeug. Die Dakota wird zu einer eiskalten Röhre aus Blech und Stahl. Ob irgendjemand den Notruf gehört hat und ob Hilfe unterwegs ist, ist ungewiss. Rundherum nur Gletscher, Schnee und Berge. Der Gesundheitszustand des schwerverletzten Bordmechanikers verschlimmert sich dramatisch. Wieder setzt der Pilot einen Notruf ab. Mayday, Mayday. Es kommt keine Antwort. Die Amerikaner verstärken ihren Einsatz. Immer mehr Bomber suchen in den Alpen nach der verschollenen Dakota. Doch über der Absturzstelle taucht weit und breit kein Flugzeug auf. Captain Tate ahnt, dass etwas nicht stimmt. Zwar kann er am Horizont immer wieder Flugzeuge sehen. Und er erkennt sogar ihre Suchflugmuster. Aber er weiß auch, dass sie viel zu weit entfernt sind, um die Dakota je entdecken zu können. Sie suchen einfach im falschen Gebiet. Auch Victor Hu kommen immer mehr Zweifel. Er weist seine Vorgesetzten nochmals auf die Nähe des amerikanischen Hilferufs hin. Die Antwort ist für den Flugplatzkommandanten ernüchternd. Die vorgesetzte Stelle sagt ihm, sie müssen nichts unternehmen. Die Amerikaner wissen, wo die Dakota liegt. Sie bleiben still. Denn für die Vorgesetzten ist klar, gemäß amerikanischer Leitstelle liegt die Unfallstelle außerhalb der Schweizer Alpen. Oben im Flugzeugwrack verschlechtert sich die Lage zusehends. Tate, dem seine Kopfverletzung immer mehr Probleme bereitet, rechnet nicht mehr mit einer schnellen Rettung. Größte Sorgen bereitet vor allem der schwerverletzte Bordmechaniker Folsom. An Bord gibt es nur noch eine einzige Morphiumspritze. George Harvey vom amerikanischen Nachrichtendienst kennt sich damit aus. Folsoms Bein ist über dem rechten Knie gebrochen. Klar ist auch, dass die Lebensmittel nicht lange reichen. Und der Trinkwasservorrat an Bord beträgt nur 11 Liter. Ab sofort wird alles rationiert und nach einem festgelegten Plan verteilt. Aber viel länger als 3 Tage werden Essen und Trinken nicht reichen, weiß Captain Tate. Den ganzen Tag über haben die Amerikaner nach ihren Landsleuten gesucht. Erfolglos kehren die Suchmannschaften bei Einbruch der Dunkelheit zu ihren Stützpunkten zurück. Für die abgestürzten Amerikaner wird es nachts noch schlimmer. Die Temperaturen sinken auf minus 15 Grad. Um die schwindenden Wasservorräte aufzubessern, lässt Captain Tate Schnee schmelzen. Sagt ihm, sie müssen nichts unternehmen. Die Amerikaner wissen, wo die Dakota liegt. Sie bleiben still. Denn für die Vorgesetzten ist klar, gemäß amerikanischer Leitstelle liegt die Unfallstelle außerhalb der Schweizer Alpen.
Oben im Flugzeugwrack verschlechtert sich die Lage zusehends. Tate, dem seine Kopfverletzung immer mehr Probleme bereitet, rechnet nicht mehr mit einer schnellen Rettung. Größte Sorgen bereitet vor allem der schwer verletzte Bordmechaniker Folsom. An Bord gibt es nur noch eine einzige Morphiumspritze. George Harvey vom amerikanischen Nachrichtendienst kennt sich damit aus. Folsoms Bein ist über dem rechten Knie gebrochen. Klar ist auch, dass die Lebensmittel nicht lange reichen. Und der Trinkwasservorrat an Bord beträgt nur 11 Liter. Ab sofort wird alles rationiert und nach einem festgelegten Plan verteilt. Aber viel länger als 3 Tage werden Essen und Trinken nicht reichen, weiß Captain Tate. Den ganzen Tag über haben die Amerikaner nach ihren Landsleuten gesucht. Erfolglos kehren die Suchmannschaften bei Einbruch der Dunkelheit zu ihren Stützpunkten zurück. Für die abgestürzten Amerikaner wird es nachts noch schlimmer. Die Temperaturen sinken auf minus 15 Grad. Um die schwindenden Wasservorräte aufzubessern, lässt Captain Tate Schnee schmelzen. Die Hoffnung, noch rechtzeitig gefunden zu werden, schwindet immer mehr. Tate sinnt darüber nach, was sie selbst unternehmen können, außer einfach abzuwarten. Und dann entschließt er sich, einen wagemutigen Versuch zu unternehmen, sobald die Nacht vorüber ist. Dabei soll Nachrichtendienstmann George Harvey eine zentrale Rolle spielen. Der ausgebildete Fallschirmjäger ist für Tate zur großen Hilfe geworden. Er hat die Fallschirme an Bord als wärmende Decken verteilen lassen. Und er kümmert sich aufopferungsvoll um den schwer verletzten Mechaniker Folsom. Folsom wird ohne Medikamente und ärztliche Hilfe nicht mehr lange durchhalten können. Neben George Harvey ist es vor allem Margaret Tate, die Mutter des Unglückspiloten, die sich seit dem Absturz um das Wohl der Überlebenden gekümmert hat.